Ihr werdet es nicht sofort verstehen, dass ich mich so nach eurer Liebe sehn. Doch in diesem Moment schaue ich dankbar zurück. Ich bin eine von euch. Ich auch. Mir war bestimmt vom Schicksal den Weg zu gehen. Nein, ich wollte nicht nur im Schatten stehen und auf andere sehen, die sich sonnten im Ich wollte frei sein, ich sprach ihre Sprache und spielte ihr Spiel. Doch nichts hat mich jemals beirrt. Und niemals vergaß ich mein Ziel. Ich werde dich nie verlassen. Ich auch nicht. In schweren Zeiten, ja. Trotz Not und Schmerzen, Hummer, Hummer. Lass einen Platz mir in deinem Herzen. Soll ich jetzt was singen vielleicht? Wenn ich auch Reichtum und Ruhm erwarb, darauf kam es mir niemals an. Mag die Welt von mir denken, was immer sie will. Macht, Geld und Namen, was liegt schon daran, wenn ich all das verliere, solange von dir. Na, wein nicht um mich, Argentinien. Jetzt darfst du. Jetzt ich? La 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 la. Macht er gut, er hat einen Applaus verdient. Schon mal zwischendrin. Oh, Dankeschön. Mehr sag ich euch nicht, ihr wisst, dass ich große Reden nicht leiden mag. Ich auch nicht. Entschuldigung. Sieh mir nur ins Gesicht, ja. Du wirst darin sehen, dass ich die Wahrheit sage. Bitte zu mir.
Dankeschön. Und Ralf Rüdiger natürlich. Dankeschön. Einen großen Applaus für unsere Musical Stars der Vereinigten Bühnen Wiens. Ja, das war wirklich prächtig. Der Rolf Rüdiger hat, das ist selten, aber er hat Gänsehaut als Ratte. Also ja. Das kommt selten vor. Er ist wirklich ganz begeistert gewesen. So ein Duett hat er noch nie erlebt. Ja. Haben wir auch nicht. Ich finde, wir müssen jetzt was versprechen. Das könnten wir wiederholen. Der Robert Steiner, wir müssen uns das Musical unbedingt anschauen. Ja, das machen wir. Wir schauen uns Evita an. Ab nächster Woche spielt ihr wieder. Großartig. Und da gibt es auch was Neues. Jetzt gibt es so coole VIP-Tische vorne. Die können auch Familien zum Beispiel buchen. Also? Ja, gibt es jetzt neu. Das Theater wurde ein bisschen umgebaut. Bin schon gespannt, wie das ausschaut. Vor allem, ihr habt ja am Anfang so wilde Szenen, wo ihr durchs Publikum durchgeht und so, ob das dann auch noch funktioniert. Ja, ja, wir werden uns ziemlich gut kennenlernen, ich und das Publikum. Genau, da sind wir echt gespannt drauf. Ihr habt ja schon alle, also alle drei, haben ja schon sehr, sehr viele unterschiedliche Musicals gespielt. Vielleicht eine gemeine Frage, euer jeweiliges Lieblingsmusical. Was wir selbst gespielt haben, das ist ein bisschen wie, welches ist dein Lieblingskind? Ja. Bei mir ist Jesus Christ Superstar ziemlich groß. Das habe ich ziemlich früh entdeckt und bedeutet mir sehr viel. Mal schauen. Romeo und Julia, natürlich. Oh ja, da habe ich ja immerhin meinen Ehemann kennengelernt. Ja, genau. Bei mir ist dasselbe wie du, Jesus Christ Superstar. Wirklich? Habt ihr eigentlich da gemeinsam gespielt auch? Nee, leider noch nicht. Ich weiß nicht. Nee. Wir haben zusammen Rudolf gespielt. Ja. Und Rocky in Hamburg. Ja. Und das Lustige ist, man trifft sich immer wieder. Also diese Musical-Branche, das sind ja Leute, die sich alle gut kennen. Da gibt es dann auch Fernsehshows, wo man sich wieder trifft und so weiter. Ja. So wie man den Rolf Rüdiger immer wieder trifft. Wir treffen uns auch jeden Sonntag. Ja, wir zwei im Radio. Was ist eigentlich dein Lieblingsmusical? Mein Lieblingsmusical... Evita. Ja, natürlich Evita. Evita. Also jetzt einmal Evita und dann bin ich sehr gespannt auf... Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwas gesehen oder gehört habt zu der Schikane. Da kommt jetzt auch neu. Super. Ganz spannend. Also dann werden wir das uns auch anschauen. Rolf Rüdiger, dein Lieblingsmusical? Rats. Du meinst wohl Cats. Ja, das ist auch schön. Ja, das ist gegen den Rolf Rüdiger. Jetzt gibt's Geschenke für euch. Schaut mal, wir haben was für die Herren und wir haben was für die Dame. Das wäre aber nicht notwendig gewesen. Für die gewesen. Dame, bitteschön. Für die Herren gibt's das Marcel Koller Fan-Paket. Marcel Brade? Und, nein, Marcel Koller. Und was gibt's für mich? Für dich gibt's ein Puzzle von der Marschall. Noch eins. So viel besser. Vielleicht noch eins von Drew und Sascha. Und jetzt einen riesen Applaus für die Stars aus dem Musical Evita. Viel Spaß noch. Ciao. 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 Und Dankeschön, Rolf Rüdiger. Wir sehen uns in einer Stunde. Da habe ich was vor mit dir. Weißt du, hast du was vor mit mir in einer Stunde? In einer